Ich bin Drito Nisne, 24, auch bekannt als Saitama of Boxing. Ich habe angefangen mit Fußball, das war nie so wirklich meins. Ich hatte immer so den Drang dazu, mit Leuten zu kämpfen. Ich wollte so immer in der Lage sein, die Leute, die mir wichtig sind, zu beschützen. Aber so der wahre Grund war dann so dafür, also war das, dass ich mit einem Typen gekämpft habe. Irgendwann kam es dann so dazu, dass ich zum ersten Mal jemanden nicht fetzen konnte. Aber er hat mich auch nicht gefetzt. Ich würde sagen, wenn er mich gefetzt hat, aber er hat mich nicht gefetzt. Aber wir sind so ziemlich gleich geblieben, okay? Irgendwann dachte ich mir so, ich will ihm das zurückgeben. Ich will einfach in der Lage sein, ihn richtig fetzen zu können. Und dann bin ich zum Boxen gekommen. Mit meinem Bro Armin. Ich bin Armin. Ich bin einer von Dritons Freunden. Und bin 22 Jahre alt. Und ich gebe jetzt ein Interview. Wir haben so zusammen die ganze Zeit gezockt in dieser Zeit. Und dann haben wir schon davon geredet, dass wir boxen wollen und sowas. Haben einfach so spontan entschieden, dass wir gemeinsam mal in ein Gym gehen. Und dann haben wir uns da getroffen, weißt du? Und zusammen gestartet so die ganze Sache. Ja, Armin, das Problem ist so irgendwie, die meisten Leute, die talentiert sind, also die von Anfang an so ur dabei sind, so Urfeuer haben und eigentlich schon übertreiben in jedem Aspekt, sind so am Anfang urgut. Und Armin war halt einfach so, er war urtalentiert, muss ich halt sagen, weißt du, ja, aber er hat dann nach dem ersten Jahr halt so angefangen, weniger zu machen und ich bin immer weiter raufgekommen. Ja, bei Dritum, also Dritum hat für mich immer eine gewisse Aura ausgestrahlt und hat auch viel mit seinem Arbeiten und mit seinem Training immer so gezeigt, dass er das halt eben unbedingt möchte. Halbes Jahr, so 8 Monate, nachdem ich angefangen habe, auch gewonnen, das war Kampf um Leben und Tod. Ärgster Rivale, soll ich ihn grüßen, so ist das zu klischeehaft. Erwin, größte Legende, wir haben 3-mal gekämpft. 2-mal habe ich gewonnen, 1-mal er. Also erster Kampf ich, zweiter er, dritter ich. 15 gewonnen, 5 verloren. Aber gute Gegner gehabt. Ich habe so gegen jeden gekämpft. Halbprofikämpfe, nicht wirklich, die waren nicht so das Wahre. 2 oder 3? 2, ja. Du weißt besser als ich. Ja, ich habe 2 Halbprofikämpfe gemacht. Erste Runde Knockout. Also ich finde, das war ein sehr wichtiger und richtiger Schritt von ihm, dass er endlich auch ins Profilager wechselt, weil ich finde, das ist genau das, was ihn ausmacht. Die längeren Rundenzahlen, der größere Ring und die Competition, sag ich mal. Im Mai, das weiß ich, ich glaube 10. Mai oder so, kann das sein? Mai sowas, ja. 7. Mai? Bist deppert, wo weißt du das? Damn. 7. Mai, ja. Boah. Also ich kann mich genau erinnern. Also ich war, glaube ich, nervöser als Triton. Ich glaube, mein Herz ist mir fast aus der Brust gesprungen. Alleine, weil man halt eben sieht, dass ein sehr enger Freund und jemand, den man auch in sein Herz geschlossen hat über die Jahre, dass er jetzt quasi so einen großen Schritt wagt und sich in diese Gefahr begibt. Nur meine Hände. Die waren wie Luftballons danach, Mann. Ich habe da seit 1,5 Jahren nicht mehr gekämpft gehabt, oder seit 2 schon. Und ich hatte einfach Urstress. Es sind richtig viele Verwandte so aus Kosovo gekommen, aus Deutschland, von überall einfach. Und jeder sagt mir so, du musst diesen Kampf durch Knockout gewinnen, du wirst den Kampf durch Knockout gewinnen, erste Runde Knockout, du warst auch einer von denen. Aber weißt du, ich nehme es euch nicht übel, weil ihr habt an mich geglaubt, ihr habt mir so nicht Druck machen wollen. Aber mir hat das unterbewusst einfach so viel Druck gemacht, dass ich dann so vor dem Kampf, normalerweise umso näher du zum Ring kommst, desto gechillter bist du. Bei mir war es komplette Gegenteil, ich wurde immer gestresst einfach. Ich hatte einfach nicht Panik, aber ich hatte schon richtig Stress. Und dann habe ich das auch urgespürt, der Weightcut war scheiße, ich habe 11 Kilo in 8 Tagen gemacht. Es ging, glaube ich, über die vorhin 6 oder 8 Runden. Und da hat er dann nochmal gezeigt, was er eigentlich drauf hat. Ich habe auf ihn eingeschlagen, so viel ich konnte. Ich komme so rein, ich mach so den hier, Bro, what the fuck, man.
Wie gesagt, ihr habt mich 2 Monate, glaube ich, verarscht. Man, so jedes Mal so, was ist das, Bruder? Warum hast du das gemacht? Der zweite war dafür besser. Der zweite war dann zweite Runde Knockout. Komplett dominiert diesen Kampf. Dritter Kampf war schon so urspektakulär. Mit den Mädchen und so, der Einlauf. Da war ORF dabei und so. Das war urspannend. Dann ging es eigentlich nur noch bergauf. Das heißt, jeder Kampf wurde besser. Der vierte war so der schlimmste. Da habe ich einfach so 2 Wochen vor dem Kampf so Infektion am Fuß bekommen. Und das hat sich so schlimm entzündet, dass ich so, ich glaube, 3 Tage davor konnte ich nicht mal mehr gehen. Die Performance an sich war auch trotz der vielen Beeinträchtigungen sehr gut. Ich glaube, das war sein bester Kampf bis jetzt. Aber der wurde halt auf der Zone übertragen. Und das war eine Chance, die konnte ich mir nicht entgehen lassen. Weißt, 4. Runde Knockout. Baba, Mann, ich schwöre, dass ich da so durchgedrückt habe. Ich weiß auch, wie nervös Isaac war, Mann. Bro, als ich so in seinem Gesicht gesehen habe, wie nervös er ist, hat mir das so nochmal so einen Kick gegeben. Und Mansur, weißt du, für das muss ich ihm so ewig dankbar sein. Bro, alle waren nervös, Bruder. Und ich sitze so da, es ist noch so 2 Runden oder so vor meinem Kampf und ich bin noch nicht mal aufgewärmt. Ich sitze einfach da und ich merke so, wie brutal mein Fuß wehtut. Obwohl wir so eingeschmiert haben mit dieser Creme. Es ist einfach, diese Betäubung hat nicht gewirkt. Und ich habe gemerkt, wie dieser Schmerz einfach immer mehr wiederkommt. Und als dann Mansur so zu mir gekommen ist, ich bin so da, ich bin komplett so in meinen Gedanken. Mansur kommt so, klatscht mir so, bumm, so auf beide Schultern. Und er sagt so, Bruder, was ist los mit dir? Du kämpfst gleich, du solltest dich freuen, konzentrier dich, Mann. Und ich bin so noch immer da, ich bin so halb draußen. Er schlägt so noch einmal, so noch fester. Und er hat mir halt so urgut eingeredet und mich hat so, es war wie ein Film für mich, weißt? Hat mich so ur rausgerissen und ich war auf einmal so ur da. Ich dachte mir so, scheiß auf diesen Schmerz, Mann. Das ist gar nichts, weißt? Wenn du nach oben willst, musst du sowas einfach aushalten. Das macht so Champions aus. Um ehrlich zu sein, ich war noch nie so drauf für einen Kampf wie jetzt. Es passt irgendwie einfach, es hat alles gepasst. Ich will es nicht verschreien, aber ich fühle mich so gut, ich kann es nicht beschreiben. Ich fühle mich einfach so, als wäre dieser Moment für mich gemacht. Ich fühle mich einfach bestimmt dafür. Es hat alles so gut geklappt. Ich war noch nie so gut im Gewicht machen. Ich habe mich noch nie so gut davor gefühlt. Keine Ahnung, es passt einfach alles irgendwie. Ja. Weil wir genau vor, jetzt sind es 3, 7 Jahre, damals bei einem Trainingslager in Ägypten, gemeinsam mit unserem ehemaligen Trainer geredet haben, wie es ist eigentlich im Profilager und wie man quasi aufsteckt und was die gewissen Schritte sind. Und wir haben darüber geredet, dass man anfangs ein paar Kämpfe hat und dann fängt das Ganze an mit dem nationalen Titel, dann Kontinent, also Europa, und dann wird das Ganze dann auf das weltweite übergehen. Und das ist jetzt genau dieser Schritt, über den wir geredet haben, dass sie jetzt den nationalen, also die Chance zum nationalen Titel hat. Und das ist genau das, was wir eigentlich damals auch erträumt haben, wo wir noch perspektivenlos eigentlich waren und beziehungsweise so viel vor uns stand und das ganze Potenzial, das unausgeschöpfte Potenzial vor uns stand. Und viele Jahre später ist er jetzt hier, macht das, was er machen möchte, und ein weiterer Schritt bis zum Weltmeistertitel. Stimmt, das habe ich auch komplett vergessen. Ja, es war halt Ramadan jetzt so, noch bis Dienstag, also 3 Tage. Und Leute denken vielleicht, dass das so ein Nachteil ist für einen. Und viele machen das als Fasten dann nicht. Aber ich habe das Gefühl, es ist eher ein Nachteil für meinen Gegner, dass Ramadan davor war. Oder ist halt. Ich fühle mich einfach so mental viel stärker, viel ruhiger. Es hat so nur Vorteile für mich. Ich fühle mich einfach richtig top. Verpasst den Kampf nicht. Ich glaube, jeder, der sich den Kampf nicht anschaut live, so billig wie jetzt, werdet ihr keine Karten mehr kriegen. Also wenn ihr in Zukunft meine Kämpfe schauen wollt, dann gibt es nichts mehr mit 50 Euro und so. In ein paar Monaten und Jahren, das kann sich so schnell ändern. Und so Gott will, wird man mich auf der großen Bühne sehen.